Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW und ich bin mal wieder auf einer kleinen Waldläufertour unterwegs. Wenn du Lust hast, mich zu begleiten, bleib dran! Ja, und wie immer, ich habe mal wieder nichts zu trinken dabei. Das heißt, meine Feldflasche muss ich noch irgendwo an der Quelle oder irgendwas füllen. Es hat hier gestern richtig geregnet, auch heute Morgen noch. Aber jetzt ist so schönes Wetter, da muss ich einfach raus. Man merkt, dass endlich der Frühling da ist. Alles blüht, alles wird schön grün. Das Schöne am Frühling ist ja auch, dass die ganzen Bäume wieder anfangen zu blühen. Und das heißt für uns, dass wir lauter Snacks in der Natur finden. Und gerade hier die Buche. Wenn die Blätter noch ganz frisch sind, die sind dann ganz weich und zart. Dann kann man die auch einfach essen. Und die haben einen richtig angenehmen Geschmack. Ganz leicht säuerlich noch, aber sehr angenehm. Ich nehme jetzt nämlich ein paar mit für unterwegs, dann habe ich meinen Snack. Was ich auch immer ganz gerne esse im Frühling, das sind hier diese Sauerkleeblätter. Gerade die kleinen, wenn die noch so halb zu sind, dann sind die richtig süß. Schmeckt richtig gut. Allerdings sollte man davon nicht zu viel essen. Denn die enthalten Oxalsäure und in zu großer Menge sind die giftig für uns. Aber so als Snack zwischendurch, richtig lecker. Ja, nach den ganzen Snacks wird es auch Zeit, dass ich endlich mal meine Trinkvorräte auffülle. Man sieht schon im Hintergrund, dass alles ein bisschen grüner wird. Ich sehe auch schon so eine ganz leichte Feuchte. Ich werde jetzt einfach weiter dem Feuchten hinterherlaufen, hoffen, dass ich dann an die Quelle komme. Ja, eindeutig. Hier ist die Quelle. Das sickert es richtig aus dem Boden. Wird dann hier zu so einem kleinen Bach. Also ich habe das Wasser jetzt genau angeschaut. Das sieht gut aus. Ich werde zur Sicherheit noch in meinem Sawyer abfiltern. Dazu schöpfe ich einfach das Wasser hier in meinen Becher und gieße das dann in den Beutel. So, der Beutel ist voll, also fällt da drauf.
kurz warten. Und jawohl. Lecker. Das Wasser fülle ich jetzt einfach in meine Flasche. Und dann kannst du auch gleich wieder weitergehen. Ja, nachdem ich jetzt meine Wasservorräte wieder aufgefüllt habe, wird es Zeit, mir ein Lager zu suchen, denn so langsam ist auch die Sonne weg. Also, auf geht's. Ja, das ist hier der reinste Bärlauchdschungel. Alles voll gewuchert hier mit Bärlauch. Wahnsinn. Puh. Und mal wieder richtig anstrengend, denn es geht ohne Ende bergauf. Puh. Ja, eigentlich wäre ich jetzt an meinem Endpunkt für heute. Hier wollte ich irgendwo mein Lager aufschlagen, aber jetzt merke ich gerade, ich weiß nicht, ob man es über die Kamera hört. Da sind Geräusche von der Autobahn, die etliche Kilometer weit entfernt ist. Ist mir zu laut hier. Ja, da suche ich lieber noch ein bisschen weiter, wo ich ein schöneres, ruhigeres Plätzchen finde. Ja, ich war jetzt viel länger unterwegs als geplant, aber ich glaube, hier bleibe ich jetzt einfach. Denn es wird schon so ein bisschen dämmerig und ich muss noch mein Lager aufbauen. Ganz wichtig, wenn ihr hier draußen unterwegs seid, nie vergessen zu trinken. So, das Tarp steht genau noch im richtigen Moment, denn es fängt an zu regnen. Ich habe das alles relativ tief abgehängt. Jetzt spanne ich hier noch schnell meine Hängematte auf. Überhaupt kein Problem mit den Whoopies links. Echt klasse. Einfach nur zack und die Dinger passen. So, mein Tarp steht. Die Hängematte hängt. Jetzt habe ich so langsam richtig Kohldampf. Das heißt, ich koche mir jetzt noch eine Kleinigkeit und dann mache ich es mir schön in der Hängematte gemütlich. Das Gute an solchen Feldkochen ist ja eigentlich, dass man ganz schnell immer eine Kochstelle hat. So. Ja, dann habe ich unterwegs ja noch etwas Bärlauch gepflückt. Den habe ich schon einmal grob abgewaschen. Den werde ich jetzt auch einfach nur in Stücke reißen und mit dazu tun. Dann gibt es ein richtig leckeres Aroma.
ein paar da rein. Boah, lecker, aber richtig heiß. Boah. Man schmeckt auch schön den Bärlauch raus. Klasse. Ja, so eine Hängematte ist schon was Feines. Da ist es völlig egal, was für ein Untergrund, ob Steine oder nass oder sonst was. Klasse. Bequem ist das auch, ohne groß irgendetwas zu machen. Ach, sehr schön. Ja, mittlerweile ist es draußen dunkel. Auch die Temperaturen sind deutlich abgefallen. Aber hier in dem Bundeswehrschlafsack alles kein Problem. Richtig schön warm. Und so eine Hängematte ist einfach richtig super gemütlich. Kann ich nur weiterempfehlen. Morgen. Tja, ich habe echt super geschlafen. Hat immer mal wieder geregnet nachts, aber unter dem Tarp hier im Schlafsack alles kein Problem. Es ist einfach super warm. Ja. Ich werde jetzt meine Sachen zusammenpacken und dann geht's wieder ab nach Hause. Das Schöne an meiner Hängematte ist dieser Hammock Sleeve. Da habe ich die Hängematte ruckzuck versorgt. Ja, das war's wieder mit meiner Tour. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Netten Kommentar natürlich auch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.